Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns Moba. Und heute beschäftigen wir uns mit der Firma Tomix und klären dabei nebenbei auch noch die Frage, ob man auf diesem Teller hier eine H0-Modellbahn fahren lassen könnte. Also, seid gespannt, ich hole euch ab und dann erfahrt ihr, was denn Tomix eigentlich bedeutet. Heute geht es mal um ein ganz spannendes Thema, und zwar hatten wir in einer der letzten Folgen hier dieses kleine Railcar, was ich über einen Shapeways 3D-Druckbausatz selbst gebaut habe, vorgestellt. Und das Ganze bewegt sich ja auf einem Kato-Chassis in der Spurweite H0E, also 9 mm. Jetzt ist aber 9 mm im Normalfall in der Modellbahn nicht bekannt als Spur H0E, sondern als Spur N. Und in der Spur N habt ihr vielleicht schon öfter was gehört von verschiedenen japanischen Herstellern, die hier wirklich in der Feinmechanik bei kleinen Modellbahnen ganz weit da vorne sind. Und das gilt nicht nur für Japan, das gilt generell für asiatische Hersteller. Und wir werden heute mal uns den sogenannten Feintrack angucken, und zwar von der Firma Tomix, da seht ihr es, ja. Also die Beschriftung vom Super Mini Rail Set Oval Layout Set Track Layout SA. So mal die langen Bezeichnung. Hier steht es nochmal. Aus dieser Tomix Feintrack Serie. Die ist ein Produkt aus China, wird in Deutschland vertrieben, seht ihr hier von der Firma Faller. So, und die Firma, die es herstellt, heißt eben Tomitech. Das Ganze ist ein Hersteller, der hat ein unglaublich breites Programm an Gleisen, ist aber in Deutschland noch verdammt unbekannt. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch das einfach mal. Denn ich bin der Frage nachgegangen, wie klein kann eigentlich H0? Und da bin ich eben auf das hier gestoßen. Das ist das Set 91 oder 91080, und zwar ist es ein Radius, und da seht ihr es jetzt hier am rechten Rand, C10330. Ja, könnt ihr das lesen, wir können das auch nochmal auseinandernehmen hier. 10330, Tomix Feintrack. Und das 103, C steht hier für Kurve, und 103 ist der Radius in Millimetern und 30 ist der Gradwinkel, den ein Kurvenelement, also ein Kurvenelement hier überwindet. Und das sind tatsächlich erstmal 30 Grad. Ihr seht, das ist schon eine ganz schön enge Kurve. Und ein Radius von 10 cm ist brutal eng. Das heißt, wir haben von der Mitte ausgehend bei diesem Kreis, von dem Mittelpunkt bis zum Mittelpunkt der Schienen auf jeder Seite, 10 cm. Das ist das Kleinste, was ich jetzt gefunden habe an hergestelltem Radius. Ihr könnt natürlich theoretisch mit einem Flex-Track, also einem Flex-Gleis, hier noch enger biegen. Ich glaube aber nicht, dass da noch irgendwas dann drauf fahren kann. Um euch mal eine Idee zu geben, wie eng das tatsächlich ist, wenn man das jetzt hier so liegen sieht, habe ich mal einen Größenvergleich für euch. Und zwar ist das hier ein H0C-Gleis von Märklin im Radius, ich glaube, 2, ja, R2. Und ihr könnt also innerhalb der Länge eines einzelnen R2-Gleises hier einen kompletten Kreis mit diesem Tomix-Gleis setzen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, aber da fährt ja eh nichts drauf. Den Radius kann ja keine Lokomotive benutzen. Und das möchte ich heute mit euch mal testen, was denn da alles drauf fährt. Wir haben hier einerseits für die Spur N stellvertretend mal eine kurze Lokomotive. Das ist eine Arnold BR89 von meinem Großvater. Nicht digitalisiert, gar nichts, einfach eine alte Lokomotive. Und dann haben wir natürlich hier dieses Railcar auf dem Kato-Chassis. Und damit das nicht ganz alleine steht, habe ich hier noch ein zweites mit einem anderen Chassis drunter. Ja, die drei werden wir heute mal ausprobieren auf dem Ganzen, und ich werde euch mal vorstellen, warum ich dieses Tomix-Gleismaterial so super spannend finde. Also das eine ist natürlich die Größe. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Radien. Das ist jetzt der kleinste Radius, den es hier gibt, und da habt ihr einen kompletten Kreis geschlossen in, wie ihr seht jetzt,
unter 23 cm von Schienenaußenkante zu Schienenaußenkante. Das könnt ihr, wenn ihr das jetzt nicht in der Spur N, sondern tatsächlich in H0 verwendet und ihr habt irgendwie einen Rummel oder sowas, einen Jahrmarkt, Kirmes, wie auch immer ihr das nennt. Für mich als Hamburger gibt es ja eh nur den Hamburger Dom. Wenn ihr sowas habt, könntet ihr theoretisch das hier als Attraktion auf diesem Jahrmarkt wahrscheinlich auch fahren lassen mit einem entsprechenden Rollmaterial. Und das würde Preis, oder das würde vom Platz her jetzt nicht viel wegnehmen. Preislich sind die Sets alle relativ variabel. Wenn ihr definitiv den UVP zahlen wollt, bestellt direkt bei Falla. Ihr könnt alle diese Artikel direkt bei Falla im Onlineshop bestellen oder eben dort, wenn da ein grünes Symbol ist und da steht dann verfügbar, aber nicht bestellbar, müsst ihr anrufen. Dann schicken die euch das. Habe ich mit Falla telefoniert. Das ist quasi so ein Sicherheitsmechanismus, wenn im Online-Shop irgendwie im Lager nur noch zwei Stück sind oder sowas in der Art gerade, dann steht da quasi bestellbar, also verfügbar, aber nicht bestellbar. Gut, also wenn ihr UVP zahlen wollt, definitiv bei Falla. Ansonsten habe ich euch das über Amazon auch verlinkt. Da müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen. Diese Sets, die ich euch jetzt zeige und das verschiedene Gleismaterial, das schwankt da enorm. Also ich hatte ein Set mit zwei Weichen. Hier mal eine von denen beispielhaft gezeigt. Das habe ich gekauft für knapp über 20 Euro und das habe ich danach dann gesehen bei Amazon, war bei über 52 und jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ist es, glaube ich, schon wieder runter auf 40 Euro. Das schwankt extrem. Ja. Aber kommen wir erstmal hier zu diesem kleinen Schienenkreis. Frage ist natürlich, fährt da jetzt überhaupt was drauf? So, und wenn wir jetzt hier mal was aufgleisen, also ich habe jetzt mal hier unser Railcar da draufgestellt, machen wir uns das mal ganz einfach. 9 Volt Batterie, immer Top-Test. Einfach drauf. Und ihr seht's. Ganz problemlos kann das hier auf einem Radius von 10 cm, also einer Gesamtbreite von 20, ungefähr 23 maximal fahren. Machen wir das gleiche nochmal mit dem Spur N-Modell, was ja nicht für so einen Radius gebaut wurde. Seht ihr, selbst diese uralte Spur N-Lok, die nicht für diesen Radius gebaut wurde, kann darauf fahren. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr jetzt Sachen im Drehgestell habt. Eine längere Lokomotive als ein Dreiachser würde ich hier aber nicht auf den 10 cm Radius probieren. Das dürfte nicht funktionieren. Ich habe es mal probiert. Die Baldwin, die ich euch mal vorgestellt habe, Verlinkung jetzt hier oben irgendwo, ja, habe ich mal versucht hier aufzugleisen. Das hat nicht mal funktioniert. Also die habe ich nicht mal aufgleisen können. Nachdem wir also die Frage geklärt haben, wie klein kann H0? Definitiv, wenn ihr ein Modell nimmt, wie das hier zum Beispiel, eben H0E bzw. 009, 1 zu 76, könnt ihr hier auf einem sehr, sehr engen Kreis damit schon fahren. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Osterkranz macht, eine Weihnachtsdeko oder irgendwie sowas, kann dann eine Modellbahn fahren. Das Tomix-Set kommt zu euch, da sind noch ein paar Sachen dabei. Und zwar einerseits kriegt ihr immer so eine coole blaue Aufgleishilfe mit, die auf diesem kleinen Kreis natürlich so nur so mittelmäßig hilfreich ist. Und dann kommen wir mal zum Anschluss. Stromanschluss von dem Ganzen funktioniert über solche coolen Elemente hier, die auch ganz schön gestaltet sind eigentlich. Das Coole ist, ihr könnt an jedem Gleis, ähnlich dem MacLean C-Gleis, an bestimmten Punkten das anschließen. Und zwar seht ihr hier diese Löcher, diese Luftlöcher quasi, hier zwischen Gleis und Schotter. Da könnt ihr das einfach so reinklippen. Braucht ihr jetzt keine großen Fähigkeiten für. Könnt ihr einfach hier so reinklippen. Zack. Schon habt ihr einen Stromanschluss für euer mobiles Layout. Wir müssten jetzt allerdings, da ich jetzt hier nichts angeschlossen habe, trotzdem mit der 9-Volt-Batterie dann vorlieb nehmen, wenn wir hier irgendwo was machen wollen. So. Also das stecken wir mal kurz da an. Könnten wir theoretisch jetzt gleich hier mit 9 Volt dann wieder befeuern. So viel zum Stromanschluss. Was es dann auch noch gibt, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, sind so kleine Weichen. Das sind jetzt hier Handweichen. Die gibt es auch noch in elektrisch. Dann verbirgt sich hier unten unter dieser Abdeckung, die ihr hier seht, eben auch direkt der Weichenantrieb. Und hier oben kommen dann die Kabel raus.
So habt ihr hier halt einen Hebel, damit bewegen die sich. Die Weichen sind im Standard, wenn sie ausgeliefert werden, erstmal immer als quasi Stoppweichen konzipiert. Das heißt, der Strom fließt nur in die Richtung, in die die Weiche geschaltet ist. In unserem Fall jetzt hier über das abzweigende Gleis und das gerade Gleis wäre stromfrei. Das müsst ihr bedenken, wenn ihr das Ganze digital betreiben wollt. Dann müsst ihr also entweder bei jeder Weiche hier das innen drin ändern. Dafür müsst ihr die hier unten aufschrauben. Oder ihr müsst eben an jedem Gleis quasi einen Stromanschluss setzen, wenn ihr digital fahren wollt. Oder ihr nutzt einfach die quasi Fähigkeiten hiervon und könnt damit dann die Gleise an- und abschalten. Was dabei interessant ist, was hier auch eine Besonderheit dieses Gleissystems darstellt, wenn ihr so eine Weiche bzw. so eine Konstellation hier habt, könnt ihr im Normalfall, wenn ihr von hier kommt, mit einer abzweigenden Weiche hier nicht rüberfahren. Bei den Tomix-Gleisen geht das. Da könnt ihr quasi so rüberfahren, obwohl die Weiche auf Abzweig gestellt ist. Das heißt, wenn wir das jetzt hier einbauen in unser kleines Layout, übrigens, die kommen auch immer mit einem passenden Gegenbogen hier. Ja. Aber wir nehmen das mal und sagen, wir möchten jetzt hier nicht nur einen Kreis, sondern wir möchten einen Oval. Und da seht ihr auch, wie einfach dieser Um- und Aufbau geht. Das ist ähnlich wie beim Märklin-C-Gleis. Also ich würde mal sagen, das ist vergleichbar zu diesem Kato-Gleis, was ihr vielleicht kennt, von dem ihr schon mal gehört habt oder ähnlichem. Ja. Das ist hier alles die gleiche Kategorie. Und jetzt können wir hier unser Layout zusammenstecken. Müssen wir jetzt einmal hier ein bisschen Mühe geben, ist mit der Kamera vorm Gesicht gar nicht so leicht. Und jetzt haben wir hier quasi die Einstellung, können sagen, das geht auf Abzweig. Und wir wollen in dieser Richtung eben hier darüber fahren. Ja. Erstmal stellen wir das Ganze hier auf die abzweigende Schiene. Natürlich klar, dass er in die falsche Richtung losfährt. So, seht ihr, fährt er los. Und wenn ich jetzt genauso weitermache hier, dann fährt er hier im Kreis und fährt über meine abzweigende Schiene, Weiche rüber, obwohl diese eben anders geschaltet ist. Das ist wirklich eine Besonderheit hier von dem Gleissystem. Ist sehr, sehr praktisch. Das würde nicht funktionieren, wenn ihr mal einen Vergleich nehmt, zum Beispiel, das ist hier eine Weiche aus dem PECO-009-System. Set-Track heißt das. Das ist hier also eine echte H0E-Weiche, auch mit einem vergleichsweise hohen Abzweigwinkel. Ja, die ist jetzt eben made in England. Und bei der funktioniert das nicht. Bei der kommt ihr hier angefahren und wenn die eben dann jetzt auf Abzweig gestellt ist, dann bleibt eure Lok hier stehen, kommt nicht weiter. Das muss euch bewusst sein. Was auch noch ein Unterschied ist, ihr seht das hier. Hier zum Beispiel habt ihr hier einfach nur so ein Plastikherzstück und ihr seht, hier ist das Metall. Das heißt also, das ist auch meiner Meinung nach ein sogenanntes polarisiertes Herzstück, was hier verbaut ist, beziehungsweise eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist es nicht polarisiert, sondern es sind zwei Herzstücke. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Information, wenn ihr das hier sehen könnt. Ihr habt hier in der Mitte ein kleines Plastikteil und dahinter dann links und rechts jeweils eine Metall Fahne hier und hier. Das heißt, wir haben hier quasi zwei Herzstücke und deswegen haben wir ja auch eine hohe Betriebssicherheit. Was allerdings auch hier ein Problem ist, ist der hohe Abzweigwinkel auf einer ganz kurzen Strecke. Wir haben also hier eine Abzweigung von 30 Grad auf dieser Strecke von 7 Zentimetern. Das Grundmaß ist 7 Zentimeter immer hier. Also 30 Grad auf 7 Zentimeter mit einem Radius, der ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwächer als unser Kurvenradius hier. Der Radius der Weiche, das ist ja hier der Gegenbogen, ist eben 14 Zentimeter. Das ist also hier der R2. Der R1 ist die 103, der R2 sind 14, der R3 sind 177 und so geht das weiter bis hin, und das ist das Coole, eben zu wirklich echten Modellbahnradien. Ihr könnt also hier von bis alles kombinieren. Und ich zeige euch jetzt mal nur so ein Beispiel. Das ist hier quasi nur die
Variante der engen Radien, was hier an verschiedenen Gleisplänen mit diesen Sets vorgestellt wird. Ich kann euch nicht sagen, was hier alles steht, weil das alles chinesisch ist oder japanisch oder irgendwas in der Art. Aber ihr seht hier mal, wie viele Varianten an Gleisen hier mit diesen verschiedenen Sets möglich sind. Und das ist alles nur in den Radien R1, 2, 3, also 103 mm, 1400 mm und also 140 mm und 177 mm. Und dann drüber kommen dann noch die ganzen normalen Modellbahnradien eben bis hin zu einem Radius von, glaube ich, 67 cm. Da braucht ihr dann 1,20 Meter Plattenbreite, um das darstellen zu können. Was in der Spur N schon mal eine Ansage ist. Also grundsätzlich sehr, sehr cooles Gleissystem. Auch was ihr vielleicht im Internet lesen könnt, ist Betriebssicherheit der Weichen. Es gibt ja auch noch normal, normale Weichen, nicht diese extremen, sondern welche mit 15 Grad Winkel oder 12 Grad Winkel. Also wirklich normale Weichen gibt es auch noch. Da wird manchmal geschrieben, es gäbe jetzt Probleme, dass Rollmaterial nicht über diese Weichen fahren kann. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also wenn wir jetzt hier diese uralte Spur N-Lok nehmen von Arnold, die fährt ähnlich gut oder schlecht eben hier über diese Gleise rüber, über diese Weichen rüber, wie die auch über Arnold-Weichen rüber fährt. Also da würde ich jetzt nicht ein Plus oder Minus irgendwo bei dieser Lok sehen. Seht ihr, ne? Die fährt hier rüber. Und das tut sie eben auch in beide Richtungen. Ich glaube, meine Batterie gibt so langsam den Geist hier auf. Beziehungsweise natürlich nicht, aber abzweigend. Wie soll es auch funktionieren? Ja. Also ich habe überhaupt keine Probleme mit meinen Tests damit gehabt, dass hier irgendwas nicht rübergefahren ist. Es kann natürlich sein, dadurch, dass diese Winkel hier manchmal sehr eng sind und ausgerichtet sind eben auf diese doch eher sehr feinen Räder der japanischen Hersteller, wie zum Beispiel hier von Kato. Ja. Es kann sein, dass das natürlich dann irgendwo mal irgendein Modell Probleme erzeugt. Das will ich nicht ausschließen, da kann ich auch jetzt nichts weiter zu sagen, das kann einfach passieren. Aber ich habe eben mit keinem meiner Modelle hier irgendwo Probleme gehabt auf diesen kleinen Radien, wenn sie denn grundsätzlich darauf gepasst haben. Also sobald das hier in so einem Radius fahren kann, läuft das alles wunderbar. Jetzt gibt es noch ein paar Sachen, die wollte ich euch unbedingt zeigen, die mir richtig gut gefallen und warum ich eigentlich dieses Gleissystem so spannend finde. Weil das hier, das können auch andere Hersteller, wenn ihr H0E irgendwie so lustige kleine Sachen machen wollt. Das hier weniger. Das ist auch Teil von diesem sogenannten Fine-Track. Und zwar sind das Straßenbahnschienen. Die gibt es auch als Kurven, die gibt es in verschiedenen Radien. Und so sehen die aus vom Aufbau her. Und die gibt es dann hier oben mit unterschiedlichen Mustern. Ich habe jetzt mal für mich hier das mit Pflasterstein genommen. Und der Nachteil bei H0E ist, wenn ihr dieses Gleis dafür verwendet, das ist halt nicht realistisch. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr jetzt H0E nutzt, dass hier diese kleinen Schwellen, auf denen die Schienen sitzen, viel zu klein sind. Also wenn wir jetzt mal gucken für die Dampflok in Spur N, passt das größenmäßig. Wenn ihr die dazu seht, würdet ihr sagen, ja, die Schwellen passen. Wenn ihr jetzt mein kleines irisches Railcar, diesen irischen kleinen LKW hier nehmt und dahin setzt, naja, also der kann hinten auf seiner Ladefläche, kann der schon eine ganze Menge von diesen kleinen Holzstücken transportieren, denn die müssten eigentlich eher so aussehen. Oder eben, das ist jetzt mal ein ganz kleines Stück Peco Flex Track für euch zum Vergleich für 00 bzw. 009, also wirklich ernsthaft eben die Schmalspurgleise. Da gibt es auch von Rocco, von Tillig und so weiter, diese echten Schmalspurgleise für H0. Und da seht ihr, da ist einfach ein massiver Unterschied auch, was die Größe, was die Wirkung dieses Gleises angeht. Das hier wirkt eben sehr, sehr filigran. Nevertheless, funktioniert genauso gut. Und vor allen Dingen, wenn ihr das hier nehmt, da seht ihr doch überhaupt keinen Unterschied. Da wisst ihr ja gar nicht, was ist hier quasi in der Straße quasi verbaut. Für mich hat das zwei sehr coole Funktionen. Einerseits, wenn ihr nur so ein Stück hier nehmt, habt ihr einen perfekten Bahnübergang in H0E.
Ja, also wirklich perfekt. Das baut ihr ein. Da kommt hier das normale Gleis, da das normale Gleis. Und habt ihr hier die Straße, die darüber geht. Und ihr habt einen perfekten Bahnübergang. Und vor allen Dingen könnt ihr das auch mit mehreren Gleisen machen. Und ihr habt tatsächlich immer den perfekten Gleisabstand hier von 37 mm, glaube ich. Der ist relativ ähnlich zu dem, was die anderen Hersteller auch haben. Das heißt also, da dürftet ihr keine großen Probleme bekommen. Ansonsten nehmt ihr halt von denen auch die Weichen. Also das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Oder wenn ihr eben das Ganze jetzt parallel laufen lassen wollt zu einer normalen Straße. Also wir sprechen ja hier von Schmalspur jetzt mal, nicht Spur N. Und ihr kennt das, viele Schmalspurbahnen sind eben parallel zum Beispiel zum normalen Verkehr durch die Dorfstraße gefahren. Und dafür ist das natürlich wirklich richtig gut geeignet. Ja. Aber ihr seht, es hat auch optisch eine schöne Tiefenwirkung. Das sieht echt nicht schlecht aus, wenn ihr das verwendet. Wenn ihr euch davon dann zwei parallel vorstellt, dann habt ihr quasi direkt quasi eure Strecke einmal hin, einmal zurück. Und müsst euch da keine Gedanken drum machen, sondern könnt das mehr oder weniger so direkt in eure Anlage einbauen. Auch vielleicht spannend, wenn ihr so ein Weihnachtsmarkt-Layout oder sowas plant für den Winter und ihr habt jetzt nicht so viel Platz. Auch dann kann ich mir diesen Tomix hier gut vorstellen. Und diese kleinen Stücke könnt ihr eben eins zu eins direkt hier anschließen. Also wir können jetzt hingehen und sagen, Mensch, wir möchten hier nochmal ein bisschen umbauen. Ich habe jetzt nur so ein ganz paar Schienen hier auf dem Tisch, damit das nicht zu voll wird. Also wir gehen hier hin. Wir haben immer diese 7 cm Grundlänge und die beiden Enden dann auch auf der gleichen Länge und möchten dann auf unser Parallelgleis gehen. Dann könnt ihr auch das hier wieder einfach so anstecken und habt dann hier quasi perfekt den Gleisabstand eben für eine, ja, Straßenszene, für einen Bahnübergang, was auch immer ihr da Tolles machen wollt. Und das ist eben extrem einfach. Das funktioniert genauso, wenn ihr die normalen Weichen verwendet, nur dass einfach die Länge dann mit dem Gegenbogen nicht 7 ist wie hier, sondern 14. Das heißt, ihr hättet dann die doppelte Länge bis zur Weiche, nämlich diese hier. Ja, und dann würde hier hinten erst quasi die Weiche beginnen. Und der Gegenbogen wäre auch entsprechend länger. Das ist übrigens schon das nächste Stück, was ich euch zeigen wollte. Es gibt hier solche Aufgleishilfen, die gleichzeitig auch so einen Bahnübergang darstellen. Und da sind auch schon richtig gleich die entsprechenden Teile dabei, dass ihr das direkt verwenden könnt oder auf eure Anlage einbauen könnt. Und wenn ihr das an einem Doppelgleis macht, so wie wir das hier haben jetzt, und ihr wollt jetzt hier zum Beispiel das Ganze dahinter setzen, gibt es hier eben auch so ein Übergangselement zum nächsten Gleisstück, dass ihr hier gleich so ein Doppelgleis überfahren könnt damit. Also auch das ein sehr cooles Stück. Und dann gibt es noch eine ganze, ganze Menge, und da habe ich nur mal ein Beispiel, so Spezialgleise, wie zum Beispiel diese Brücke hier. Und ja, das ist jetzt eine Tomix-Feintrack-Brücke. Fragt mich nicht, warum die plötzlich Holzschwellen in der Größe passend zu unserem Pegogleis hat. Ja, guckt euch das mal an. Die passt doch wie die Faust aufs Auge hier für H0E. Die hat aber nichts mehr zu tun. Das sind so Sachen, die mich ein bisschen wundern dann bei den Herstellern hier. Mit dem. Also ich finde, das ist ein eklatanter Unterschied. Es ist aber das gleiche Gleissystem. Also ich kann die hier einfach zusammenstecken. Und dann kann ich hier rüberfahren. Ich kann aber auch, das ist auch sehr cool, einfach hier zum Beispiel. Machen wir es mal so, weil ja da schon welche dran stecken, die so aneinander stecken. Und da seht ihr auch hier, habe ich jetzt bis auf diese Luftlücke da, die ich gelassen habe beim Zusammenstecken gerade, in der Höhe keinen Unterschied. Das sind also beides Code 80 Gleise und Code 80 ist so das meistverbreitete, würde ich mal sagen hier. Es ist jetzt nicht so flach, dass es super realistisch ist, aber es ist das am meisten verbreitete. Und deswegen könnt ihr das mit fast jedem anderen Gleis verbinden. Wenn ihr jetzt diese Brücke auch so cool findet wie ich und sagt, die wollt ihr unbedingt auf euer Layout bringen oder eben zum Beispiel hier diese Elemente, aber ihr sagt, was soll ich denn hier mit dieser Plastiknase machen und ich will mir ja nichts kaufen und das gleich zersägen oder so, gibt es solche Schienenverbinder. Da seht ihr hier unten, die haben auf der einen Seite den Anschluss für das Gleis und auf der anderen Seite sind sie quasi nackt, sodass ihr da irgendein Gleis eben, wie zum Beispiel hier diesen
Pico FlexTrack zum Beispiel anschließen könnt. Das funktioniert auch ganz gut. Sieht natürlich am Ende dann ganz bisschen komisch aus, weil ihr einmal dann quasi von diesen ganz großen Schwellen hier geht auf diese kleinen Schwellen und dann wieder auf die großen. Also da muss man schon so ein bisschen mit Schotter oder sowas zaubern, wenn man das wirklich richtig fein detailliert machen will. Wenn ihr das jetzt hierfür macht zum Beispiel, dann passt das. Ja? Und wenn ihr das einfach nur so als lustiges Zwischendurch-Layout auf dem Schreibtisch oder mal bei Freunden oder sowas machen wollt, auch dafür top geeignet. Mir gefallen eben diese Spezialgleise hier richtig gut, weil die habe ich in dem Qualitätsstandard jetzt bei anderen Herstellern noch nicht gesehen. Ich weiß, auch andere bieten diese Straßenbahnsysteme inzwischen an. Auch Kato tut das ja relativ umfangreich. Was die allerdings meistens haben, ist eben ein Straßenmuster drauf, was für H0 eigentlich nicht anwendbar ist. Das heißt, also hier sind dann irgendwelche Pfeile und Striche und Linien und sowas. Und dann sagt man, naja, aber damit kann ich ja nichts anfangen als H0-Bahner, weil ich will ja nicht so halbe Autospuren irgendwie da drin haben. Das sind eben hier diese Tomix Finetrack, die einzigen, die ich gefunden habe, die so ein Pflastermuster hier in, auch aus meiner Sicht, eine für H0 eigentlich sehr ansprechende Größe mitbringen. Also wenn wir das mal nehmen, jetzt tun wir mal unser Beispielfahrzeug auf der Szene hier in die Gleise setzen. Also ich finde, das passt größentechnisch viel besser von den Steinen her als bei der N-Lok. Bei der N-Lok sind das ja schon echt riesige Pflastersteine und in H0, finde ich, passen die größentechnisch eigentlich sehr, sehr gut. Insofern, diese Spezialgleise mag ich richtig gerne. Es gibt eine Unmenge an verschiedenen Gleisen bei Tomex. Das muss man wirklich sagen. Es ist leider in Deutschland nicht so verbreitet, deswegen sind eben viele Informationen rein auf Japanisch oder Chinesisch. Da muss man sich so ein bisschen zusammenreimen, was diese Bilder hier bedeuten immer. Oder ihr müsst eben einen automatischen Übersetzer nutzen, den Google zum Beispiel anbietet. Wenn ihr eben hier auf diese Tomitech-Seite geht oder den QR-Code da einscannt, schlägt mir zum Beispiel der Google Chrome vor, die Seite automatisch zu übersetzen. Und das ist okay, also man kann es dann tatsächlich lesen. Es ist ja nicht die hohe Kunst der deutschen Sprache, aber es ist zumindest lesbar. Generell, was gibt es noch von Tomix, was vielleicht herausragend ist? Es gibt fertige Lichtschranken, Kontaktgleise bzw. Kontakte, die gibt es fertig zu kaufen. Das ist dann einfach ein kleines Element, das steckt ihr hier quasi an diese Stromabgeber bzw. Abnehmerelemente, die alle Gleise haben. Da steckt ihr das Ganze dann ran von außen und habt dann eine Lichtschranke, die zum Beispiel eben ein bestimmtes Signal auslösen kann, denn es gibt eben auch Signale und diese Signale sind immer direkt an ein Gleis angebunden. Das heißt, wenn ihr so ein Gleis kauft mit einem Signal, ist es nicht so wie zum Beispiel bei MacLean, wo ihr dann sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwo mein C-Gleis, steckt da unten das Ganze an, stellt das Signal dann irgendwo auf und kann dann hier das Gleis stromlos schalten oder so, sondern ihr bekommt eben gleich ein Gleisstück mit, wo das Signal dran steckt. Und dann wird dieses Gleisstück auch definitiv dann stromlos geschaltet und ihr könnt entscheiden, eben wie lang das ist. Also es ist schon ein ganz interessantes, etwas anderes Konzept, was eben ganz klar auf die Mobilität des Nutzers anspielt. Von der Qualität her, ich bin davon jetzt ziemlich überzeugt. Ich finde es handlich, ich finde es qualitativ in Ordnung. Also ihr seht, es hat immer so einen leichten Plastikglanz. Das ist jetzt nicht so top of the pops vielleicht. Aber dafür ist es eben auch preislich in einem angemessenen Rahmen. Also ihr zahlt euch jetzt nicht dumm und dusselig dafür, wenn ihr es eben in der richtigen Stelle kauft, zum Beispiel eben direkt bei Faller. Wenn ihr es über Amazon bestellt, in den Links, kann es sein, dass es günstiger ist. Es kann sein aber auch, dass es teurer ist. Also bitte, bitte, bitte nochmal der Hinweis, guckt da mit offenen Augen, dass ihr jetzt nicht irgendwie so ein kleines Weichen-Ausweichset hier für 80 Euro bestellt oder so. Das ist dann dem Google- und Amazon-Algorithmus geschuldet. Aber hat nichts mit dem wahren Wert mehr zu tun.
das war's zum Thema Tomix. Und um die Frage zu klären von ganz am Anfang, da seht ihr es, unser 23 cm Schienenkreis passt perfekt auf diesen kleinen IKEA-Teller. Das heißt, da steht der Osterdeko doch eigentlich gar nichts mehr im Wege. So viel für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet da oben jetzt noch ein paar mehr Videos von mir und da unten meinen Abo-Button, den ihr natürlich gerne klicken dürft. Also macht's gut, bis bald. Ciao.